Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Professor für pädagogische Psychologie und empirische Pädagogik an der LMU in München. Ja, die Lehr-Lern-Forschung hat eine ganze Menge Tipps fürs Lernen an der Hochschule. Ich möchte mich auf 3 Tipps eigentlich beschränken. Und der erste Tipp ist, dass man selber aktiv werden muss. Und zwar relativ häufig, öfter als man eigentlich denkt, weil die Veranstaltung das eigentlich nicht so vorsieht. Also eine reine Vorlesung kann man sich auch berieseln lassen. Und der Punkt ist, dass die Lernaktivität entscheidet nicht nur darüber, ob man das versteht, den Inhalt, sondern auch, ob man ihn später anwenden kann. Und deswegen die Empfehlung: Überlegen Sie sich Lernaktivitäten, die wirklich höherwertig sind, als sich nur zu berieseln oder beriesen zu lassen, sondern versuchen Sie sich selber in Problemsituationen zu transportieren, Probleme zu lösen und diese Probleme dann gegebenenfalls auch mit anderen zu diskutieren, Kritikpunkte zu finden und so weiter, also konstruktive Aktivität. Mein zweiter Tipp ist dann, dass Sie sich gutes Feedback holen, wenn Sie das nicht von selber kriegen. Also Feedback von Dozierenden, Feedback von Kommilitonen, von Tutoren. Häufig kriegt man sogenanntes aufgabenbezogenes Feedback. Das heißt, man kriegt die Information, ob die Lösung richtig oder falsch ist, oder man kriegt eine Note. Das ist in der Regel nicht hilfreich für das Weiterlernen. Das gibt schon auch hilfreiche Kontexte für diese Information, aber eigentlich braucht man eine andere Art von Feedback, das eigentlich auf den Prozess des Problemlösens gerichtet ist oder der Wissensanwendung, dass man da noch Hinweise kriegt: Schau mal, hier hast du dieses Konzept angewendet, du hättest eher das andere anwenden sollen, oder du hättest das hier noch nicht, sondern erst da hinten diese Methodik einsetzen sollen. Also das ist sozusagen die eine Richtung von Feedback, und die zweite ist, dass man Hinweise kriegt: Was soll ich denn eigentlich machen, wenn ich das jetzt beherrsche? Also ich habe das gut gemacht, da gibt keinen Kritikpunkt an meiner Vorgehensweise. Was wären denn jetzt Übungen, die ich dann machen könnte, oder Probleme, die ich jetzt bearbeiten könnte, damit ich mit meinem Kompetenzniveau sozusagen weiterkomme? Und mein dritter Tipp ist, dass Sie mit anderen zusammenarbeiten und das einfach nicht nur so da sozusagen spontan machen, sondern dass Sie sich da ein bisschen was dabei überlegen. Dozierende regen sozusagen Diskussionen an, indem sie Breakout-Rooms machen und sagen: Jetzt habt ihr 20 Minuten, jetzt solltet ihr das mal diskutieren, und sonst weiter keine Hinweise geben. Und hier müssen sozusagen Ihre Alarmglocken angehen und sagen: Nee, in diesen Kooperationen typischerweise ist das eine Zeitverschwendung, manchmal nicht, aber meistens sitzen dann 1-2 Leute in der kleinen Gruppe, auch die letztlich nicht viel beitragen, vielleicht noch nicht mal genau verstehen, worum es geht. Also man muss sich eine Struktur geben, die dafür sorgt, dass alle, die beteiligt sind, sich gleichmäßig oder, ja, ihrem Vorwissen gemäß einbringen können, und dass das Niveau der Diskussion wirklich auf so einem Aktivitätenlevel ist, dass man auch über das hinausgeht, was in der Vorlesung eigentlich oder in Veranstaltungen angeboten wird. Also sich selber eine Struktur geben, 2-3 Minuten am Anfang sich Zeit nehmen: Wie wollen wir vorgehen, dass alle gut eingebunden sind, dass das Gesprächsniveau wirklich hoch ist.